Guten Morgen, ladies and gentlemen, und willkommen zurück zu Forza Horizon 5 zu einer neuen Ausgabe der Testfahrt. Das Format, bei dem ich mir einige Fahrzeuge nehmen werde und diese über die Teststrecke fahre. Und heute werden wir die Creme de la Creme der Supersportwagen auspacken. 27S, Corvette ZR1, Pista Performante und GT2 RS. Die absolute Speerspitze der Supersportwagen unserer aktuellen Ära. Wird heute mal ihr könnt auf der Teststrecke beweisen und wir schauen einfach mal, wie sich diese Fahrzeuge unterschiedlich fahren werden und welcher dieser Wagen am Ende des Tages am schnellsten sein wird. Und den Anfang macht direkt das leistungsstärkste Fahrzeug heute, die Corvette C7 ZR1. Und ich würde sagen, ohne lange weiter drum herum zu reden, gehen wir direkt auf die Teststrecke mit der Corvette. Und da ist in der Startlinie die Corvette ZR1 und fährt hier los, wie gesagt, als leistungsstärkstes Fahrzeug heute. Was natürlich dann auch in ein wenig Respin resultiert, aber das ist auch bei über 750 PS auf der Hinterachse irgendwo nicht zu vermeiden. Aber sobald du diese eben kontrolliert hast und es nach vorne geht, dann hast du einen riesengroßen Spaß dabei, dieser Leistung zuzusehen und auch zuzuhören. Dieser 6,2 Liter V8 Kompressor ist einfach, finde ich, ein absolut wunderbarer Sound. Und ja, da kann man auf jeden Fall einiges an Spaß damit haben. Die Corvette natürlich, wie manche Autos hier, die wir heute fahren werden, ein Wagen, welcher ordentlich Probleme hatte in Horizon 4. Unter anderem dadurch, dass man in Horizon 4 zwar die Optik des ZDK-Pakets, des Performance-Pakets eben mit dazu genommen hat, allerdings die Werte vom Nicht-ZDK-Paket übernahm. Was natürlich dann in sehr wenig Aerodynamik resultiert hat, was man in Horizon 4 auch auf jeden Fall gespürt hat. Also die Corvette hatte nicht annähernd den Grip, den man von ihr erwarten würde und ja, letzten Endes auch den Grip, welchen sie verdient hat. Das ist hier jetzt auf jeden Fall deutlich anders. Man hat hier wirklich unglaublichen Anpressdruck. Man hat auch einen mechanischen Grip eben unter anderem durch diese wahnsinnig breiten Reifen, so wie das bei der Corvette ZR1 auf jeden Fall der Fall sein sollte. Und damit macht sie hier wirklich, wirklich Spaß zu fahren. Geht sehr schnell auf den Geraden nach vorne, geht super schnell um die Kurven. Lediglich eben aus den langsamen Kurven heraus musst du ein wenig aufpassen durchaus auf dem Gaspedal, dass du da nicht irgendwie zu früh drauf trittst und ja, dann die Leistung eben durchgeht. Aber das geht auf jeden Fall schon. Ein Problem, was die Corvette hat hier im Spiel, was aber sehr, sehr viele Serienfahrzeuge haben, sind einfach die von Player und Games voreingestellten Sturzwerte. Da ist es nämlich dramatisch zu viel und da spürst du auch auf jeden Fall. Nämlich haben wir hier vorne minus 3 Grad Sturz und hinten minus 2. Also das ist halt einfach, ja, lächerlich viel. Sagen wir es, wie es ist. Das brauchst du auf keinem Fahrzeug. Aber ja, trotzdem haben wir in der Kurve, trotz diesen extremen Sturzwerten, unglaublich viel Stabilität. Kommen mit 281 km/h über die Ziellinie. Und damit setzt sie eine Zeit von 2:18.260 und ist damit 2,7 Sekunden schneller als die Dodge Viper ACR, was ja einige als das Äquivalent aus dem Hause Dodge dazu sehen. Was mich jetzt nicht überrascht, muss ich ehrlich sagen. Also wir sind hier mit 280 km/h über die Ziellinie gefahren, was mehr als die Topspeed ist, die die Viper ACR hat hier im Spiel. So ganz salopp gesagt. Aber ja, wie gesagt, die Teststrecke soll ja auch ein bisschen mehr Topspeed-lastig sein. Deswegen ist es jetzt auch kein großes Wunder, dass die Corvette hier so viel schneller ist. Okay, gut, dass es fast 3 Sekunden sind, ist dann doch auch für mich teilweise überraschend gewesen. Aber ja, trotzdem auf jeden Fall, wie ich finde, eine ordentliche Zeit. Der Audi Motorsport AMG GTR ist dann doch nochmal eine Ecke schneller, 7/10 ungefähr. Auch das allerdings eine Sache, die mich jetzt nicht dramatisch überrascht, wenn ich ehrlich bin, weil getunte Fahrzeuge im Spiel einfach immer schneller sein werden als Serienfahrzeuge, wenn man es richtig macht. Das ist einfach so, weil du kannst einfach gerade solche Feinheiten wie jetzt alleine der Sturz bei der ZR1 kannst du anpassen und damit einfach ein paar Zehntel schon mal finden. Aber ja, deswegen, dass der an dem Motorsport GTR da schneller ist, ist keine Überraschung. Aber trotzdem, wie ich finde, eine sehr gute Zeit. Kann man auf jeden Fall so stehen lassen von der Corvette hier. Und wie gesagt, alleine, dass sie sich halt sehr viel angenehmer fahren lässt, sehr viel schöner fahren lässt und auch einfach authentisch ist. Du merkst wirklich einfach, was du hier für ein Fahrzeug hast. In Horizon 4 war es teilweise so, dass die Z06 sich besser gefahren hat als die ZR1. Alleine all diese Faktoren sorgen dafür,
dass die ZR1 mir wahnsinnig viel Spaß macht und wir sie auf jeden Fall bald auch im LP in einer regulären Folge sehen werden. Aber ja, das hier ist lediglich das erste Fahrzeug, welches wir heute über die Teststrecke fahren werden. Wir gehen für den nächsten Wagen nach Italien. Nämlich machen wir weiter mit dem Ferrari 488 Pista, welcher ebenfalls mit einem V8 Motor an den Start geht, allerdings mit Mittelmotor und nur 720 PS, also ein bisschen weniger als die Corvette. Nichtsdestotrotz ist der Pista über 200 Kilogramm leichter. Alleine das wird dafür sorgen, dass er hier einige Vorteile auf der Strecke hat. Und ja, man merkt auf jeden Fall, die Corvette war schon ultra stabil, das definitiv, aber der Ferrari ist da einfach nochmal in einer ganz, ganz, ganz anderen Welt, muss man wirklich sagen. Alleine durch den Mittelmotor eben hast du einfach so viel Grip hinten. Das ist der Wahnsinn. Und ja, natürlich auch ein krasser Unterschied von Ferrari zur ZR1 ist, dass wir hier Ferrari-typisch keinen klassischen Heckflügel haben, wie wir das eben bei der ZR1 gesehen haben, beim Performante sehen werden und auch beim G2S beispielsweise sehen werden. Ferrari sind ja Meister darin, ihre Aerodynamik innerhalb der Fahrzeuge zu verstecken und gerade auch der Diffusor, welcher nochmal einen Tacken, oder nicht nur einen Tacken, ein gutes Stück aggressiver ist als bei der Corvette, sorgt hier natürlich für ordentlich Anpressdruck. Und ja, das Ganze resultiert dann in einer wahnsinnig, wahnsinnig schönen Kurvenlage. Die Bremsen, muss ich ehrlich sagen, sind nicht unbedingt besser als der Corvette. Also die Corvette hat ja durchaus so ziemlich die besten Bremsen in der Branche und das merkst du auch hier im Spiel auf jeden Fall. Da greifen die Bremsen bei der ZR1 einfach doch ein gutes Stück besser. In allen anderen Aspekten allerdings merkst du einfach hier, dass der 488 Pista ja, einfach doch einen Tacken über der Corvette steht. Wie gesagt, dadurch, dass er 200 Kilo leichter ist, hat er eine angenehmere Kurvenlage, lenkt ein bisschen aggressiver ein durch die etwas leichtere Front. Er geht auf der Geraden auch zumindest unten raus ein bisschen schneller, oben raus wäre ich mir da gar nicht mal so sicher. Aber unten raus auf jeden Fall. Die Kurvenfahrt ist einfach unfassbar stabil durch das Mittelmotor-Layout. Also da haben wir keinen Vergleich, kommt dann auch mit 282 km über die Ziellinie, also knapp 1 km schneller als die Corvette. Und setzt damit eine Zeit von 2 Minuten 15, 310, knapp 3 Sekunden schneller. Und ja, das ist auf jeden Fall eine Ansage, das ist eine harte Ansage, aber auch hier muss ich ehrlich sagen, wundert es mich nicht unbedingt, dass der Ferrari schneller ist und dass er auch dann, wie gesagt, knapp 3 Sekunden schneller ist. Ist jetzt für mich nicht die allergrößte Überraschung, denn am Ende des Tages, wie gesagt, alleine das Mittelmotorkonzept ist einfach mächtig bei Fahrzeugen in dieser Leistung. Da, ich schätze jetzt aber mal, alleine vom Start weg, hat der Ferrari schon mal eine halbe Sekunde gewonnen. Würde ich aber mal vermuten. Bis die Corvette die Leistung auf der Straße hat, ist der Ferrari schon im dritten Gang locker und ist Vollgas am Durchbeschleunigen. Wo du bei der Corvette echt noch ein bisschen agieren musst, genauso dann auch aus den Kurven raus natürlich. Kannst du das Ganze deutlich leichter machen, dann eben noch die 200 Kilogramm weniger, die er hat. Das sind einfach Sachen, so viele Kleinigkeiten, die sich summieren. Wie gesagt, der einzige Vorteil, wo ich sagen würde, oder die zwei Vorteile der Corvette dem Ferrari gegenüber, die ich sehen würde, sind die Bremsen und die Geschwindigkeit oben raus, aber selbst das sind nur minimale Dinge, die sich auf der Strecke auch nicht wirklich zeigen, weil hier einfach dann die schnelle Kurvenlage oder die sehr, sehr gute Kurvenlage des Ferrari so weit überwiegt, dass er einfach schon viel mehr Speed durch die Kurve mitnehmen kann überhaupt. Sodass die Leistung von der Corvette dann schon nahezu irrelevant ist. Also ja, eine sehr, 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 sehr mächtige Zeit auf jeden Fall, die der Ferrari hier in den Boden gebrannt hat. Und auch er wieder super angenehm zu fahren. Er war in Horizon 4 schon ein Kandidat, der ein sehr, sehr starkes Fahrverhalten hatte. Und hier in Horizon 5 hat sich das Ganze nochmal verbessert auf jeden Fall. Du merkst in Horizon 5, finde ich, bei so ziemlich allen Fahrzeugen, die einen Diffusor haben, dass sie einfach auch das hier, den Ground-Effekt durch den Diffusor sehr stark simuliert haben hier. Dadurch klebt der Wagen noch mehr auf der Straße und deswegen resultiert das in einer wunderbaren Zeit, wie ich finde. Aber er ist nicht der einzige Italiener heute, den wir heute fahren werden und wir springen zum einzigen Fahrzeug mit Allrad. Denn wir kommen zum leistungsschwächsten Fahrzeug der heutigen Ausgabe, dem Lamborghini Huracan Performante, welcher nur
mit 640 PS an den Start geht, damit über 60 PS weniger oder genau 60 PS weniger als das zweitleistungsschwächste Fahrzeug heute. Aber ja, definitiv dennoch ein Wagen, welchen man nicht unterschätzen sollte. Alleine der Allrad ist ja, wie wir wissen, in Forza sehr, sehr mächtig. Und ja, ob das ihm zu einer adäquaten Rundenzeit helfen wird, bleibt natürlich abzuwarten. Jetzt muss man natürlich sagen, das ALA-System, also die aktive Aerodynamik vom Performante, wird auch in Horizon 5 weiterhin nicht simuliert. Aber sie haben ihn auf jeden Fall, und das merkst du auch, sehr, sehr viel mit Grip gegeben. Gerade vorne, wo er dann in Horizon 4 doch in sehr extremes Untersteuern teilweise in den schnellen Kurven reingekommen ist. Das haben sie auf jeden Fall stark verbessert. Und ja, der Wagen fährt sich wie die beiden vorherigen Fahrzeuge auch super angenehm einfach. Und zeigt, dass man eben nicht über 700 PS braucht, um zu einem sehr, sehr starken Track-Supercar zu werden, wie ich diese Kategorie ja ganz gerne nenne. Also da geht der Wagen wirklich um die Kurven, wo er sich nicht vor einem Pista oder einer ZR1 verstecken braucht. Das ist wirklich exakt auf dem Niveau, was wir hier sehen wollen. Und das Ganze dann eben in Kombination mit diesem V10, der dir in die Ohren schreit, sorgt für ein sehr, sehr schönes Feeling, wie ich finde. Und man merkt nicht mal, dass er wirklich so viel weniger Leistung hat. Er marschiert wirklich nach vorne. Klar, aus den Kurven raus alleine wird er so viel Speed aufbauen durch den Allrad, dass ihm alles andere egal sein kann. Aber gerade hier denke ich, wenn wir schon sehen, dass er ja nicht ganz die Geschwindigkeiten erreicht, welche der Pista oder die Corvette erreicht haben, da hier dann einfach doch oben raus so ein bisschen die Leistung fehlen wird, aber wir sehen einfach, wie unfassbar stark er auf der Straße liegt. Nicht wirklich krasses Untersteuern, ja, ein bisschen schon durchaus, aber wie gesagt, das haben sie sehr, sehr stark angepasst. Und man merkt auch, dass hier beispielsweise der Sturz deutlich besser passt als mit der Corvette. Kommt dann auch mit 282 km über die Ziellinie. Exakt der gleiche Wert vom Pista. Und setzt dann eine Zeit von 2 Minuten 16, 3, 7, 6 und ist damit gerade mal eine Sekunde langsamer als der Ferrari 488 Pista. Und auch hier wieder knapp 2 Sekunden schneller als die Corvette. Das Ganze kommt zum Großteil vom Allrad und von der Kurvenlage. In der Kurvenlage ist er sogar dem Pista überlegen. Also da muss man wirklich sagen, du merkst in den schnellen Kurven nicht wirklich, dass er Allrad hat, weil er einfach so stark um die Kurven geht, dass du dir denkst, okay, Mittelmotor, Allrad müsste eigentlich komplett raus untersteuern, ist aber überhaupt nicht der Fall. Also da merkst du es in den mittelschnellen Kurven fast am stärksten noch, gerade im ersten Abschnitt. Hast du dann doch das Untersteuern auf jeden Fall gemerkt, weil da die Aerodynamik einfach noch nicht so krass gegriffen hat, wie in den schnellen Kurven eben. In den schnellen Kurven hast du ein sehr agiles Einlenkverhalten in Kombination eben mit dann tatsächlich dieser Aerodynamik einfach, die dieser Wagen generiert, diese Downforce, die der Wagen generiert durch die Aerodynamik, so rum ist es besser auch gesagt, in Kombination auch hier wieder mit einem sehr, sehr geringen Gewicht im Verhältnis. Da hast du einfach eine Kurvenlage, wo nicht mal der Pista mithalten kann, würde ich sagen. Und es ist auf jeden Fall ein Statement, hinter gerade mal eine Sekunde auf dieser Teststrecke hier wohlbemerkt, auf dieser Teststrecke, gerade mal eine Sekunde hinter einem Wagen zu sein, welcher dein direkter Konkurrent ist, aber 80 PS mehr hat. Das ist auf jeden Fall ein sehr starkes Statement für den Performante auf jeden Fall. Klar, der Allrad hat auch sehr, sehr stark geholfen aus den engen Kurven raus, wo es aber auf der Strecke hier nicht so viele gibt. Also da so eigentlich am meisten Vorteil, würde ich sagen, am Start. Deswegen, ja, natürlich alles hier Vorteile, die der Performante hat. Und das sorgt dann im Endeffekt wirklich, wie ich finde, zu einer sehr ordentlichen Zeit. Und ja, lässt mich auf jeden Fall sehr positiv stimmen, auch diesen Wagen, wie alle Fahrzeuge hier in der Folge, sehr, sehr bald im LP auszufahren. Und der Performante hatte ja den Rundenrekord für Serienfahrzeuge auf der Nordschleife. Hier hat er es nicht ganz geschafft. Er wurde auch dann auf der Nordschleife allerdings von einem Fahrzeug geschlagen, aus dem gleichen Konzern. Und zu diesem Wagen springen wir jetzt. Die Rede ist natürlich vom Porsche GT2 RS, welcher hier mit Heckmotor an den Start geht und deswegen natürlich auch, ja, fast so startet, als hätte er Allrad, hat er aber nicht. Das ist einfach purer Grip, den der Wagen hinten hat. Er ist nochmal ein bisschen leichter als der Performante und ja, geht hier mit 700 PS
aus diesem Sechszylinder-Boxer an den Start. Also ja, hat ordentlich viel mehr Leistung. Hat genauso viel Grip, würde ich sagen, unten raus. Hinten, nicht unten raus, genau. Also auch unten raus, aber vor allem hinten eben. Wie der Performante. Und ja, das Ganze ist dann am Ende des Tages natürlich ein Rezept für eine starke Zeit, wo man natürlich schauen muss, ob er das Ganze denn überhaupt umsetzen kann. Denn auch der GT2 RS ist ein Fahrzeug, welcher ähnlich wie die Corvette in Horizon 4 sehr starke Probleme hatte. Durch mangelnde Downforce hat er sich einfach überhaupt nicht gut gefahren. Da war ein GT3 RS beispielsweise um Welten stärker. Und da kann man auch, wie bei der Corvette, tatsächlich Entwarnung geben und sagen, holy shit, ist das ein geiles Fahrverhalten. Also der Wagen hat jetzt wirklich genau die Kurvenlage, die man von ihm erwarten würde, von einem Fahrzeug, welcher der schnellste Serienwagen auf der Nordschleife war, bis dann der Aventador SVJ und der AMG GT Black Series kamen. Du hast so eine unglaubliche Stabilität durch die Downforce hinten an, liegt und den Motor natürlich. Und hast dabei aber nicht wirklich das extremste Untersteuern. Also da hatte fast der Performante sogar noch mehr Untersteuern. Was sehr untypisch ist, weil, naja, wenn man halt an Porsche denkt, wie gesagt, Heckmotor ist einfach eine Eigenschaft, welche gerade in den schnelleren Kurven dann auch einige Nachteile mit sich bringt. Aber das ist hier tatsächlich überhaupt nicht der Fall. Also der Wagen hat eine Kurvenlage, die sehr krass ist. Man spürt bei ihm aber auch tatsächlich, dass er durch den Sturz, den er hat, sehr limitiert ist. Auch der GT2 RS hat, wie die Corvette, diese sehr extremen Werte von minus 3 Grad vorne, minus 2 Grad hinten. Das spürst du auf jeden Fall. Da liegen noch mal so ein paar Zehntel. Aber trotzdem kein Vergleich. Mit 291 km/h kommt er über die Ziellinie und setzt eine Zeit von 2:15.276 und ist damit, ja, nahezu zeitgleich mit dem Ferrari 488 Pista. Und das ist auf jeden Fall eine krasse Nummer. Das ist eine sehr, sehr krasse Nummer, finde ich. Ich muss aber dazu sagen, der Pista hat mir Spaß gemacht. Das definitiv. Der GT2 RS ist eine Präzisionsmaschine in Horizon 5. Also da muss man ganz ehrlich sagen, holy shit, ist das ein Fahrverhalten. Wirklich, ein Fahrzeug hier heute toppt das nächste. Und der GT2 RS hat da, finde ich, sogar den Performante deklassiert, was sich natürlich auch einfach dadurch zeigt, wie viel Speed er um die letzte Kurve alleine mitgenommen hat und dann 10 km/h fast schneller über die Ziellinie zu fahren, als es die anderen Fahrzeuge getan haben. Also da merkst du auf jeden Fall, der Wagen hat unglaublich viel Grip. Der Pista war vielleicht ein bisschen agiler beim Einlenken, könnte man sagen. Mit der Pista hatte auch einfach den Vorteil, dass er nochmal 20 PS mehr hat, die ihm natürlich auch gut helfen, definitiv. Ich denke mal, gerade im Beschleunigungsbereich ist der Pista dem GT2 RS dann doch einen Tacken überlegen. Aber ja, der Porsche, wie gesagt, braucht sich hier wohl nichts verstecken, setzt damit technisch gesehen die schnellste Zeit. Nichtsdestotrotz möchte ich es natürlich auch hier nochmal in der Folge erklären. Alles, was so im Rahmen von einer halben Sekunde ungefähr ist, würde ich als in etwa gleich schnell deklarieren. Oder gehen wir vielleicht auf 3/10 ungefähr. 3/4 würde ich als etwa gleich schnell deklarieren. Und ja, hier auf jeden Fall GT2 RS und Pista nehmen sich hier in ihrer Zeit im Spiel nicht viel. Und das ist ja, finde ich, auch dann eigentlich nur ein sehr, sehr gutes Zeichen, wie ich finde. Aber jetzt haben wir natürlich einen Wagen, welcher in Horizon 4 alles getoppt hat. Welcher den GT2 RS, den Pista, den Performante und die Z1 deklassiert hat. Formel I her sieht es so aus, als würde er es wieder tun. Aber ob er es wirklich schafft, das schauen wir uns jetzt an. Natürlich spreche ich vom McLaren 27S Coupé, welcher in Horizon 4 der stärkste von all den Fahrzeugen heute war. Und wir gucken mal, ob das heute wieder der Fall ist oder ob er vielleicht ja ein wenig genervt wurde. Mal schauen. Wir schauen es uns auf jeden Fall an und merken instant, wie dieser V8 hier einfach nach vorne marschiert mit 720 PS, ebenfalls wie der Ferrari 488 Pista. Also da ist er auf dem gleichen Niveau. Er ist tatsächlich ein bisschen schwerer, aber ja, man merkt eigentlich schon relativ früh, das interessiert den Wagen überhaupt nicht.
Also, das ist wirklich krass einfach nur, was der Wagen hier für eine Chromlage hat. Er ist tatsächlich, würde ich sogar sagen, von den Fahrzeugen, die hier heute über die Strecke gefahren sind, auf dem Heck der unruhigste. Also noch sogar ein bisschen schwieriger zu kontrollieren als die Corvette beispielsweise. Aber ja, ansonsten, also du merkst einfach, du siehst es ja auch am Tacho einfach, wie dieser Wagen hier unglaublicherweise nach vorne geht. Die Bremsen greifen auch wahnsinnig, wahnsinnig gut. Das Einzige, wo du aufpassen musst, wie gesagt, ist am Kurvenausgang nach etwas engeren Kurven oder wenn du dann doch zu aggressiv einlenkst. Da sagt dir der Wagen dann doch ganz gerne mal, lass mal sein, überdenken wir nochmal die Nummer. Aber wie gesagt, sobald du halt ein bisschen Gefühl dafür hast, dann ist der 27S Coupé einfach mal wieder eine absolute Waffe. Und ja, du siehst ja auch einfach, wie er hier nach vorne marschiert. Also, das ist krass. Und man muss hier an der Stelle halt bedenken, das ist der 27S, nicht der 765 LT. Der 765 LT ist nochmal die etwas stärkere Version. Müssen dann um die Kurve tatsächlich allerdings ein bisschen lupfen. Ansonsten wären wir irgendwo im Wald gelandet. Das wollen wir natürlich auch nicht. Aber ansonsten, ja, kommt dann sogar mit 301 km über die Ziellinie. Nochmal 10 km schneller als der Porsche. Und er setzt eine Zeit von 2 Minuten 12, 5, 9, 8. Und ja, wie bereits gesagt, deklassiert dann erneut die Konkurrenz in Form von GT2 RS, Pista, Performante und ZR1. Um fast 3 Sekunden nochmal. Also das ist halt wirklich eine andere Welt, das ist eine andere Welt. Der 27S Coupé ist ein Wagen, der dich sehr stark belohnt, wenn du ihn kontrollieren kannst. Wie gesagt, er ist der unruhigste. Mit großem, großem Abstand ist er auf dem Heck der unruhigste aus dem gesamten Feld. Das war er auch in Horizon 4 schon. Er ist allerdings im Gegensatz zu Horizon 4 nochmal leichter zu kontrollieren. Das auf jeden Fall. Also er ist sehr hecklastig auf jeden Fall und auch sehr heckfreundlich, wenn man so möchte. Also er kommt da schon ganz gerne mal mit dem Heck, wenn man irgendwas falsch macht. Aber man kann es deutlich früher erkennen und deutlich besser ausarbeiten und abfangen, als das in Horizon 4 noch der Fall war. Und wie gesagt, wenn man das Ganze dann kontrolliert, dann sorgt das für eine Zeit, die einfach nicht mehr von diesem Planeten ist. Man kann es wirklich so sagen. Und ich habe es ja gerade auch schon gesagt, das ist nicht mal die stärkste Version. Die ZR1, der Pista, der Performante und der GT2 RS sind die stärksten Versionen von ihrer jeweiligen Modellreihe. Der 27S Coupé ist die Basisversion. Der 765 LT existiert noch und wird hoffentlich auch ins Spiel kommen. Ich hoffe es sehr, sehr stark, weil was das Teil machen wird, davor habe ich fast schon Angst. Der könnte dann auch mit einem AMG One eventuell fast schon mitspielen. Also ja, wirklich, das ist eine ganz andere Liga von Fahrzeug. Das muss man wirklich, wirklich so sagen. Und ja, dass er so viel schneller ist als die anderen, war dann auch für mich eine Überraschung. Aber ja, auf jeden Fall haben wir dann damit heute das schnellste Track-Supercar, wenn man so möchte, gefunden. Es ist der 27S Coupé, aber trotzdem, wie bereits gesagt, und ich denke, es ist über die Folge hinweg mehrmals durchgekommen, alle diese Fahrzeuge machen in Horizon 5 unglaublich viel Spaß zu fahren und fühlen sich auch sehr, sehr, sehr authentisch an. Du merkst wirklich die Unterschiede zwischen den einzelnen Fahrzeugen, du merkst, welchen Wagen du gerade da hast. Jeder Wagen hat so seine Eigenheiten und ich habe auf jeden Fall richtig Bock, mich mit all diesen Fahrzeugen im weiteren Verlauf des LP noch einmal auseinanderzusetzen. Und ja, das Ganze wird dann, wie gesagt, in der näheren Zukunft passieren. Ich würde sagen, meine Damen und Herren, das war's mit dieser Ausgabe. Wenn du Vorschläge hast, was ich noch über die Teststrecke fahren sollte, dann hau das Ganze sehr, sehr gerne unten in die Kommentare rein. Wenn es dir gefallen hat, würde ich mich sehr über ein Däumchen nach oben sowie ein Abo freuen. Bis zum nächsten Mal. Servus!